Hallo liebe Freunde der Städtischen Museen Annaberg-Buchholz. Ich begrüße Sie heute hier ganz herzlich zu unserer virtuellen Führung durch die Manufaktur der Träume anlässlich des Internationalen Museumstag heute, der unter dem Motto steht: Museen inspirieren die Zukunft. Und angelehnt an dieses Motto haben wir uns gedacht, wir machen heute diese Führung zum Thema Zukunftsträume. Dazu hat die Manufaktur der Träume natürlich einiges zu sagen. Ich möchte Sie heute gern mitnehmen hier auf eine virtuelle Führung durch unser Haus und durch die Ausstellung. Und wir werden sehen, in wie viel verschiedener Hinsicht Träume und Zukunftsgestaltung etwas miteinander zu tun haben und inwiefern man das hier am Beispiel der erzgebirgischen Volkskunst auch sehen kann. Die Manufaktur der Träume bewahrt eine riesengroße und wunderbare Sammlung erzgebirgischer Volkskunst, besonders auch viele Weihnachtssachen und Spielzeuge auf. Und das alleine ist im Erzgebirge natürlich kein Alleinstellungsmerkmal, aber hier sind diese Objekte wunderbar inszeniert. Und der Sinn dieser Inszenierung ist zu zeigen, dass die Träume der Hersteller in diese Herstellung dieser erzgebirgischen Volkskunst einfließt und mit Hilfe dieser Volkskunst werden diese Träume auch weiter transportiert. Und das möchte ich Ihnen gerne hier mal zeigen, was das für eine Bedeutung hat. Wenn man hier reinkommt, dann sieht man erstmal so seltsame Gebilde von der Decke hängen und die erinnern vielleicht so ein bisschen an Wolken. Und dann gibt es da drin Nischen und wenn man da eintaucht, dann fühlt man sich unversehens versetzt in eine ideale Traumwelt aus Figuren, Häusern mit Bäumen, Tieren und Fahrzeugen, auch Ritterburgen sind manchmal mit dabei und man landet, steht unversehens auf einem Marktplatz in einer Szenerie, in einer Kleinstadt mit einem Jahrmarkt oder einem Volksfest. Nur hat natürlich selten ein Kind, was mit solchen Figuren gespielt hat, so eine große Szenerie zur Verfügung gehabt. Aber gerade das ist hier eben der Sinn dieser Ausstellung. Wenn man hier diese Inszenierungen sieht, dann ist es das, was die Hersteller und genauso eben auch ein Kind, was damit spielt, letztendlich im Kopf entstehen lässt. Und da reichen einem Kind, man kann von den Kindern ja wunderbar lernen in dieser Hinsicht, wie Kinder spielen. Die brauchen nur ganz wenige Figuren und es reicht ihnen schon ein Männchen und ein Häuschen und ein Baum dazu und im Kopf entsteht eine ganze Welt. Und auch auf andere Art und Weise haben diese Figuren, die hier im Erzgebirge hergestellt wurden, die Modelle, vor allen Dingen, wenn wir hier auf diese Architekturmodelle schauen, eine sehr inspirative Wirkung gehabt. Die waren oftmals inspiriert von Eindrücken aus fremden Ländern oder Städten. Man könnte sich hier zum Beispiel auch das Wiener Rathaus vorstellen anhand dieser Architektur und sind auf diese Art und Weise hier ins Erzgebirge gekommen, obwohl sie diese Architektur hier nicht wirklich verbreitet war. Wenn wir jetzt diese Figuren mal so anschauen, das sehen wir, die meisten sind aus Holz gemacht. Und warum jetzt dieser Werkstoff Holz hier im Erzgebirge so eine besondere Bedeutung hat, das möchte ich Ihnen jetzt mal an einer weiteren kleinen Szenerie zeigen, die hier sehr typisch ist. Das werden Sie bestimmt wiedererkennen. Und zwar geht es um eine Waldszene. Wenn wir uns daran erinnern, das Erzgebirge ist erst relativ spät besiedelt worden. Erst im 12. Jahrhundert sind hier die ersten Siedler angekommen und das Erzgebirge war bis dahin vollkommen bewaldet. Und was das jetzt mit Träumen zu tun hat, insbesondere mit Zukunftsträumen, das möchte ich Ihnen hier anhand dieser Szenerie einmal zeigen. Wir sehen hier eine Szenerie mit Wildtieren und Jägern und dann gibt es hier noch eine Szenerie mit Waldarbeitern. Und die Leute, die von Ihnen aus dem Erzgebirge beheimatet sind, die kennen das wahrscheinlich. Das ist ziemlich typisch für das Erzgebirge, oft auch in der Weihnachtszeit auf einem, in Form von einem Weihnachtsberg in der Stube irgendwo in einer Ecke aufgebaut. Oder man sieht diese Motive auch oft sogar auf älteren Pyramiden. Jetzt auf den neueren nicht mehr so häufig, auf den älteren war das ziemlich verbreitet. Und was dadurch deutlich wird, diese Waldmotive, die zeigen, die sind wie eine
kollektive Erinnerung an die länger zurückliegende Geschichte bereits des Erzgebirges. Eben an diese Bedeutung und an die Auseinandersetzung mit dem Wald als einer Größe, die man hier vorgefunden hat, wo die ersten Siedler hierher gekommen sind und sich dann diese unglaubliche Mühe machen mussten, und den Wald zu roden, um überhaupt erstmal der Natur hier den Lebensunterhalt abzutrotzen. Und das hat natürlich sehr viel mit Träumen zu tun, denn wenn man sich vorstellt, ein Siedler, der hier mit seinem Wagen in eine Gegend kommt, die noch komplett unerschlossen ist, dann braucht es eine gewaltige Vorstellungskraft und eine Kraft der Träume auch, um vorwegzunehmen, wie dann einmal das Leben aussehen könnte, ne? Und auch um diese schwere Zeit durchzuhalten, die ersten Jahre oder auch Jahrzehnte mit sich gebracht haben. So, nun hat der Waldreichtum des Erzgebirges natürlich auch noch einen weiteren Wirtschaftszweig sehr beflügelt hier im Erzgebirge, und nicht nur die Volkskunst. Und zwar spreche ich dabei vom Bergbau. Der Bergbau ist ja, dafür ist das Erzgebirge bekannt. Der Bergbau ist hier im Erzgebirge sehr weit entwickelt gewesen. Und bis ins letzte Jahrhundert hinein war er absolut prägend hier für die gesamte Region. Und vor 2 Jahren ist das Erzgebirge, die Montanregion Erzgebirge, zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden. Dafür eben, dass das Erzgebirge ab dem 15. Jahrhundert spätestens hier eine gewaltige Blüte des Bergbaus erlebt hat. Und dass hier Errungenschaften gemacht und Entdeckungen und Erfindungen gemacht wurden, die weltweit Entwicklungen angestoßen haben und die prägend gewesen sind für die Entwicklung der Technik bis in die heutige Zeit hinein. Und auch wiederum, was das mit den Träumen zu tun hat, möchte ich Ihnen auch gerne mal hier anhand von einem kleinen Bergwerksmodell vorführen. Wir sehen hier ein Kastenbergwerk. Manchmal wurden solche Kastenbergwerke hergestellt und über Land getragen und zur Schau gestellt gegen Geld. Viele verarmte Bergleute in Phasen des Niedergangs haben sich so ihren Unterhalt verdient, und das hatte dann manchmal noch Tragegurte. Dann nannte man das Buckelbergwerk. Aber hier sehen wir das in Form erstmal eines Kastens vor uns mit verschiedenen Etagen, auf denen zu sehen ist, was im Bergwerk passiert. Und die Bergleute, ich sagte schon, teilweise waren die Hersteller solcher Bergwerksmodelle tatsächlich auch frühere Bergleute gewesen. Die lassen hier ihre Kenntnis des Bergbaus auch gerade in technischer Hinsicht eben einfließen bei der Herstellung dieser Modelle. Und man sieht hier vor allen Dingen erstmal die schwere Arbeit, die gemacht wurde unter Tage. Und wenn wir uns vorstellen, der Bergmann ist auf der Suche nach dem begehrten Erz, nach dem Silbererz, das bringt natürlich diese enorme Triebkraft auch dahinter, da steht diese gewaltigen Anstrengungen zu bewältigen und zu leisten dafür, unter Tage zu arbeiten. Und es braucht aber den Traum, es braucht die Vorstellung einer Zukunft, einer besseren Welt, in der man leben möchte und in der man eine Zukunft aufbaut, eine bessere Welt. Und dafür braucht es eben diese Arbeit. Und wir gehen jetzt ein bisschen weiter, und ich möchte gerade mal auf das Thema kommen, wie jetzt auch das in künstlerischer Hinsicht Einfluss hat auf die Gestaltung von diesen verschiedenen Objekten der erzgebirgischen Volkskunst. Dazu gehen wir jetzt hier durch dieses wunderbare Treppenhaus. Erlauben Sie mir einen kleinen Exkurs hier an dieser Stelle. Allein wegen dieses Treppenhauses hier lohnt sich ein Besuch in der Manufaktur der Träume. Ich verspreche es Ihnen. Die Manufaktur der Träume ist hier vor etwas über zehn Jahren gebaut worden, aus zwei verschiedenen Altbauteilen zusammengelegt. Und dieses Treppenhaus hier ist als modernes Architekturelement mit einer großen Glasfassade lichtdurchflutet hier zwischen diese beiden Altbauteile eingebaut worden als verbindendes Element. Und warum zeige ich Ihnen das jetzt hier? Weil ich hier an dieser Stelle Ihnen einmal deutlich machen möchte, dass auch Architektur eigentlich ein materialisierter Traum ist.
Und im Falle von diesem Treppenhaus hier, da kann man das sogar ganz deutlich nachvollziehen. Ursprünglich schwebte dem Architekten hier nämlich eine große, eine riesige erzgebirgische Pyramide vor. Sogar ein Flügelrad war noch vorgesehen. Das ist aus praktischen Gründen dann nicht verwirklicht worden. Aber die Form dieses großen Turmes ist angelehnt an, die Form einer erzgebirgischen Pyramide. So viel hier zu diesem Thema. Das kann man übrigens auch am Beispiel von den vielen kleinen Objekten nachvollziehen. Die künstlerische Inspiration hat ganz viel mit Träumen zu tun. Man sagt ja zum Beispiel, Michelangelo habe bei der Herstellung des David die Skulptur bereits in dem rohen Marmorblock gesehen. Und das hat natürlich damals auch so immer so den Anklang gehabt von göttlicher Inspiration. Ganz so weit wollen wir jetzt vielleicht hier nicht gehen, wenn wir unsere erzgebirgischen Mandelmacher hier vorstellen. Aber in verkleinerter Art und Weise ist auch das immer bedeutend bei der Herstellung von Objekten hier, zum Beispiel einem Schnitzobjekt. Wir sehen hier zum Beispiel, wie aus einem Lindenholzblock, über mehrere Zwischenschritte eine fertige Figur entsteht, in diesem Fall eine geschnitzte Figur. Und daran kann man auch sehen, dass es mehrere Entwicklungsschritte, also mehrere Schritte braucht, bis sich das fertige Objekt realisiert, was aber der Künstler bereits von Anfang an in seinem Kopf hat. Und oftmals ist es ja tatsächlich auch so, dass Künstler durch Träume überhaupt zu ihren Objekten inspiriert werden. Und wenn sie sie schaffen, dann fühlen sie sich eigentlich verpflichtet, so ihren Traum auch umzusetzen. Und im übertragenen Sinne können wir das auch sehen hier an der erzgebirgischen Volkskunst im Allgemeinen. Am Anfang, wie wir es jetzt gerade gesehen haben, da steht das kleine geschnitzte oder auch gedrechselte oder konstruierte Objekt. Ganz am Anfang oft einfach nur zum Zeitvertreib oder zur Freude, zur Ausgestaltung des Alltags hergestellt. Später dann aber auch zunehmend zum Gelderwerb, auch zunächst zum Nebenerwerb vielleicht. Aber dann ab dem 19. Jahrhundert spätestens gab es dann hier im Erzgebirge auch ganze Fabriken, die sich mit der Herstellung von Volkskunstobjekten oder Spielzeug eben beschäftigt haben. Und dazu möchte ich Ihnen hier jetzt gleich nochmal etwas zeigen. Was nämlich dann auch wieder etwas mit dem Träumen zu tun hat. Und zwar, wenn wir hier diese Kataloge einmal anschauen, dann sehen wir ganz viele von den Objekten, die hier in so einem Katalog angepriesen werden, hier in diesen Vitrinen auch. Und das sind alles Objekte, die hier tatsächlich schon in Serie hergestellt wurden. Ab dem 19. Jahrhundert gab es also immer mehr Fabriken, auch die Spielzeug und Objekte in Serie hergestellt, produziert haben. Und diese wurden dann weltweit gehandelt. Und was, wenn wir jetzt dran denken, nochmal an den Beginn unserer Führung, am Beginn steht der Traum. Am Beginn steht das, was die Menschen aus ihrem Alltag an Erlebnissen einfließen lassen, in diese kleinen Figuren, in diese Szenerien. Und auf diese Art und Weise, wie wir es jetzt hier in diesem Raum sehen, können wir erleben, wie diese Träume der erzgebirgischen Hersteller weltweit an Bedeutung gewinnen. Denn diese Objekte, die hier in diesem Raum gezeigt werden, die sind für den weltweiten Handel hergestellt worden und sind bis nach Übersee verschifft worden, unter anderem nach Amerika. Und ich möchte Ihnen dann nochmal kurz in Erinnerung rufen, Mann. Wir haben ja es gibt ja diesen Begriff der deutschen Gemütlichkeit, nicht wahr? Das ist ein Begriff, den kann man in keine Sprache der Welt übersetzen, Gemütlichkeit. Das gibt es nur einmalig in der deutschen Sprache. Und mittels dieser Objekte, die hier die Träume der erzgebirgischen Hersteller transportieren, ist auch dieser Begriff meines Erachtens weltweit exportiert worden. Und gerade im englischsprachigen Raum, da ist dieser Begriff Gemütlichkeit auch, wird manchmal verwendet. So, damit sind wir am Ende von unserer Führung hier zum Thema Träumen angelangt zum Anlass des Museumstages in diesem Jahr unter dem Motto Museen inspirieren die Zukunft. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Bleiben Sie der Kultur gewogen. Wir hoffen, dass wir bald wieder öffnen können und Sie dann auch wieder live hier empfangen dürfen. Machen Sie es gut. Bis bald. Geben Sie uns ein Like, wenn Ihnen die Führung gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.